Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht einmal mehr dem benachbarten Griechenland, und zwar scharf. Auf seiner dreitägigen Balkanreise kritisiert Erdogan die angebliche Militarisierung griechischer Inseln. Wir können eines Nachts ganz plötzlich kommen. Warum? Es gibt unrechtmäßige Drohungen gegen uns, und wenn die anhalten, dann hat auch unsere Geduld ein Ende. Konkret geht es darum, dass Griechenland angeblich sein Luftverteidigungssystem in Richtung türkischer Militärjets ausgerichtet hätte. Mit der Militarisierung der griechischen Inseln in der Ägäis verstoße Griechenland gegen internationale Abkommen, sagt die Türkei. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis weist diese Vorwürfe entschieden zurück. Man bräuchte die Waffensysteme genau wegen der Bedrohung durch Ankara. Es ist nicht das erste Mal, dass Erdogan solche Sprache verwendet. Zuvor hat er sie jedoch im Zusammenhang mit militärischen Operationen in Syrien oder im Irak benutzt. Noch nicht gegen ein anderes NATO-Mitglied, was ja Griechenland ist.